Moin und damit herzlich willkommen zu unserer mittlerweile fünften Episode Keep Talking and Nobody Explodes. Ja, wir sind in derselben Aufteilung wie immer, also Luke und Samuel. Und Aufteilung? Aufteilung? Dein Ernst? Aufteilung. Gutes Wort. Total passend. Eine Aufteilung, und so. Bro. Ja. Okay. Gut, okay. Ein bekanntes Schema, wer anfängt bei der fünften, also wer bei der fünften Folge anfängt zu gucken, ist sowieso doof. Jo. Ja. Aber mal schauen, ob wir diese Runde mal zwei Bomben schaffen. Ich wage es zwar zu bezweifeln, aber... Eh nicht. So, ich bin übrigens schon wieder links oben, weil... Gehe ich mal stark von aus, ja. Jetzt packt der Arsch mich gleich im Schnitt nach rechts oben, dann hasse ich den so, ne? Muahaha. Gut, wegen mir geht los. Jo. Und dann beginnen wir mit der Bombe One Giant Leap. 60% of the time, this bomb explodes every time. Boah, der Witz ist so alt. Der ist so alt. Wir haben 5 Minuten, dieses Mal für 4 Module und dürfen uns wieder nur 2 Fehler erlauben, bevor beim dritten Mal es bummt. Ja, klassisches System. Jo. In 3, 2, 1, jetzt. This screen is for your eyes only. Ich glaube, diesen Bildschirm lese ich, glaube ich, jede Folge vor. Geh den mal rausmodden oder so. Ja, echt mal. So, ich habe unser Symbol-Dingsy. What the shit? Och nö. Wir fangen an mit Symbol-Dingsy. Ja. Jo, also ein umgedrehtes C mit einem Punkt in der Mitte. Hi. Ein N, was stark mit einem Blitz zu verwechseln ist. Ja. Ein O mit einem Penis. Jo. Und ein H mit so einem hässlichen Fußteil. Jo. O. H. Ja. Nein, gar nicht. Nicht O-H. Scheiße. Dankeschön. Das war unser erster Strike. O-N-H-C. Ja, das war richtig. So, dann haben wir den Bildschirm, wo ein Wort drin steht und die 6 Knöpfe mit Worten unten drunter. Jo, hau raus. You are abgekürzt, also your. Rechts in der Mitte. Blank. Blank. Jo. Wo ist es da? Wait. Right. Okay. Middle. Jo, okay, war's. Gut. There. Ohne irgendwas, also diese Ortsbeschreibung. Dort. Jo, rechts unten. Right. Right. Wo ist right? Da ist right. Yes. Nothing. Ready. Press. Ja, ja, ready war's. Gut. Und last but not least, blank. Blank. Jo. Rechts in der Mitte. What? Fragezeichen. You. Hold. You are abgekürzt. Jo, you are war's abgekürzt. Okay. Das haben wir also auch. Ich fange mal mit dem einfachen der beiden Sachen an, neuen Sachen an. 5 Buchstaben, die ich verändern kann mit einem Submit-Button. Ja. Welches hast du beim ersten? P-I-U-Z-Q-T. P-I-U. Okay, I können wir rausstreichen. T. U haben wir auch nicht. P? Ja, das heißt P, Z oder Q. Oder T. P, Z, also auf jeden Fall P oder T. Was hast du auf zweiter Stelle? L, O, Y, S, M, H, L? L hatte ich schon gesagt? Weiß ich nicht. O. Im dritten? N, O, W, B, A, M, N. Im vierten? Z, B, G, M, N, X, Z. Im fünften? C, T, P, M, A, B, C. Also, ja. Das Wort ist plant, Pflanze. So, wir haben noch 1,5 Minuten für unseren Morse-Code. Boah, nee. Ja, doch. Wo ist der Morse-Code? Da ist der Morse-Code. Das war keine lange Pause. Das hier ist die lange Pause. Dreimal kurz lang, einmal kurz, einmal lang, kurz, kurz.
Dein Wort ist Vektor. 3,595. Das war richtig. Yes! Wir hatten noch 41,82 Sekunden Zeit. Boah, wir haben mal eine Bombe im ersten Versuch geschafft. Hammer nice! Ey. Mach Bilder davon, das wird nie wieder passieren. Lieber Zuschauer, bitte mach einen Screenshot. Wir müssen das einfach feiern. So, direkt die zweite, die nächste Bombe, oder? Boah, ja, auf jeden Fall, hau raus. Zwei Bomben in einer Folge. Wenig. Die nächste Bombe nennt sich Fair Game. No more handholding. Remember everything you've learned, because anything can appear on this bomb. Ja, wunderbar, dann kriegen wir es nicht die einfachen. Wir haben 5 Minuten für 5 Module und 3 Strikes. Alles klar. Easy. Kein Ding. Schaffen wir bestimmt. Wenn du Kabel hast, direkt als erstes Kabel. Sonst Button und dann Symbole. Ja, ja. Die Reihenfolge habe ich jetzt schon begriffen. Dankeschön. Kabel habe ich tatsächlich. Holy moly. Ach du meine Fresse. Ach du meine Fresse. Kabel habe ich 6 Stück. Wie viele gelbe? 2 Stück. Hast du rote? 2 Stück. Lieber Zuschauer, das vierte durchschneiden. Ich möchte jetzt schon mal mitteilen, dass wir diese Bombe nicht entschärfen werden. Nicht entschärfen werden. So, ich habe den Morse-Code, ich habe das Labyrinth, ich habe den Bildschirm mit dem Wort drinnen und ich habe das, was du, glaube ich, vorhin als Complex Wires bezeichnet hast. Was Bildschirm mit dem Wort. Erstes? Das Wort ist C. S-E-E. S-E-E? Ja. Nö. Oh, nö. Ja, doch. Doch, da unten. Rechts unten. Wait. Warte. Wait. Da. U-H-H-H. No. Blank. Okay. Ja, blank war's. LED. L-E-D. Ja. In der Mitte links. U. Sure, you are, ja, ohne Apostroph? Sure. Okay. Sure. They are, nicht abgekürzt, voll ausgeschrieben. Links in der Mitte? Wait. Uhahaha? Ja, uhaha. Fuck you, Scheißspiel, warum musst du jetzt schon wieder anfangen zu piepen? Labyrinth, Morsezeichen, komplexe Kabel. Morsezeichen. Morsezeichen. Kurz, lang. Ja, dein, lang. Du brauchst wieder die 3595. Das war wieder richtig. Yes. Labyrinth oder Complex Wires? Labyrinth können wir, machen wir das. Okay. Ich habe die, also zuerst die umkringelten Punkte. Ja. Oben, also. Ganz oben eines von rechts, also eines von rechts nach links. Und der andere ist in der zweiten Reihe von unten, dritte von links. Das ist richtig. Hammer. Mein Dreieck ist unter dem unteren der, direkt unter dem unteren der beiden umkreisten Dinger. Ja. Und der weiße Punkt ist ganz, also nein, erstes von links, erstes von oben. Also ganz links oben in der Ecke. Nein, okay, dann zweites von links, zweites von oben, wenn du es so haben willst. Ah, okay. Runter, links, runter links, rechts. Runter, rechts. Runter, links. Runter, links. Runter, rechts, rechts. Runter, rechts, rechts. Das war ebenfalls richtig. Last but not least haben wir noch die Complex Wires, wie du sie vorhin oder in einer der letzten Folgen mal genannt hast. Also nicht die, die wir schon mal gemacht haben mit dem ABC. Nicht die, die wir schon mal gemacht haben. Das ist geil, weil die habe ich überhaupt nicht verstanden. Weil dieses Diagramm, das ist für mich wie Mathematik. Okay, läuft bei dir. Sagen wir wie Physik, Mathe ist eigentlich ganz okay. Also du hast eine LED über jedem Kabel. Das ist richtig. Die sind nicht alle an, richtig? Das ist ebenfalls richtig. Boah. For each wire LED symbol combination. Welche Farbe hat das erste Kabel? Weiß. Klar weiß.
Hat das erste Kabel ein Sternsymbol? Nein, das letzte Kabel ist mit einem Sternsymbol versehen. Hat das erste Kabel eine LED? Nein. Geil. das dürfte C sein, du solltest es durchschneiden. Okay. Soweit scheint es nicht verkehrt zu sein. Wir haben noch 57 Sekunden. Ja. Das zweite Kabel ist rot, hat einen LED an. Und hat kein Sternsymbol. Die letzte Zahl der Seriennummer? Ach du meine Fresse, Seriennummer. Ist eine 4. Durchschneiden. Ja, rot-blau gestreift, kein LED, kein Stern. Das Ding ist rot und blau. Ja, rot-blau gestreift. Ach du Scheiße. 17 Sekunden. Aber das wird... schneid's durch. Das war ebenfalls richtig. Weiß-rot gestreift, ohne LED, ohne Stern. Und tschüss. 5, 4, 3, 2, Ah, Scheiße, das 1. ist B. Das ist B. Cut the wire if the bomb has two or more batteries. Boah, Alter. Ja, das war schon mal nix. Zeitdruck ist, Zeitdruck ist real. Aber ich habe gerade die Complex Wires verstanden. Was ist los mit mir? Boah. Das Ding sah erst aus wie höhere Physik, aber eigentlich ist das relativ simpel, wenn man es einmal hat. Ja, dann nicht lang um den heißen Brei rumreden. Noch ja, ich bin bereit. Hau raus. Und los. So, die normalen Kabel. Raus, direkt raushauen. Vier Kabel, zwei schwarz, ein blau, ein weiß. Teil. Hallo? Nein, rot hast du keine. Nein. Das letzte ist gelb? Das letzte ist weiß. Okay. Wie viele blaue? Eines. Erstes Kabel durchschneiden. Das war richtig. Simon Says. Jo, Simon Says geht klar. Farbe? Seriennummer? Vokal oder keiner? Ja, Vokal. Okay, erste Farbe. Blind. Blau? Rot-grün. Blau-gelb? Rot-grün-grün. Blau-gelb-gelb. Und ein Schärf. Bildschirm mit Zahl. Jo. Die Zahl, die da auf dem Bildschirm steht, ist die Nummer 4. Dann drückst du als erstes die vierte Position. Das ist die 2. 4. Okay. 1. Der mit der 4 drauf. Das ist die erste Position. 3. Dritte Position. Das ist die Nummer 4. Das ist 3. 3. Selbe Position wie in Stage 2. Das ist ebenfalls die Nummer 3. Und 4. Der, wo 3 draufsteht. Nein, das war falsch. Wieder Scheiße, der, wo 4 draufsteht, wäre es gewesen. Ja, die Nummer 3. Kacke, ist schon vorbei. Ja, ja, ist schon ja, vorbei. Ja, dritte Position. Das war die Nummer 2, 3, 1. Der, wo 4 draufsteht. 2, 3, 4. Da, wo 4 draufsteht. 3, 2, 3. 4. Selbe wie in Stage 2. Das war die Nummer 3. 4. Das. Der, wo die 3 draufsteht. Wieder falsch. Wir hatten einen Strike, also. Boah, das ist doch kacke. Jetzt haben wir 2 Strikes. Nur so. Das können wir direkt aufgeben. Ja, was soll. Ja, okay, dann drück ich halt einfach irgendwas. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dieses Ding nicht leiden kann? Nein. Ne, dann erwähne ich es jetzt. Ich finde das übrigens scheiße. Okay, und dieses Mal schiebe ich zu 100% dir die Schuld in die Schuhe. Ja, das ist dir klar. Also. Das ist mir so egal, Alter. Das Ding geht mir so auf den Keks. Okay.
Ja, und mit diesen freundlichen Worten verabschieden wir uns auch wieder aus der heutigen Folge und bedanken uns recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und haut rein, bis zum nächsten Mal.